In Star Wars Episode 9 haben wir gesehen, wie Palpatine eine riesige Flotte heraufbeschwören konnte und wie er von tausenden schwarz gekleideter Individuen verehrt wurde. Heute werden wir uns mal anschauen, was das überhaupt für Leute waren, woher Palpatine die neue Flotte bekommen konnte, die er hatte, was überhaupt die letzte Ordnung war und was das vielleicht für zukünftige Star Wars Filme bedeutet. Zunächst mal, was wissen wir überhaupt über die Leute dort bei Palpatine auf Exegol? Hier können wir uns die wirklich hervorragende illustrierte Enzyklopädie zu Episode 9 zu Hilfe nehmen. Sie erklärt uns, dass die Leute bei Palpatine Sith-Loyalisten waren, die sogenannten Sith-Ewigen. Und um mögliche Verwirrungen aus dem Weg zu räumen, lasst uns vorher einmal klären, was es mit der letzten Ordnung auf sich hat. Bei meinem ersten Schauen des Films dachte ich, dass Palpatines Truppen auf Exegol die letzte Ordnung seien und diese separat von der ersten Ordnung stehen würden. Doch das ist so nicht ganz richtig. Die letzte Ordnung sollte die Herrschaft sein, mit der Palpatine oder dessen Nachfolger über die Galaxis herrschen sollte. So sollte sich die letzte Ordnung aus der kompletten ersten Ordnung, aus den Sith-Ewigen auf Exegol und deren Flotte und einigen weiteren Anbetern der dunklen Seite gründen. Somit waren also nicht die Sith-Ewigen und Palpatine auf Exegol die letzte Ordnung, sondern im Prinzip alle Bösewichte von Episode 9 zusammen. Aber was waren diese Sith-Ewigen jetzt überhaupt? Leider gibt es in diesem Buch weder über die Sith-Ewigen noch über Palpatine und dessen Überleben große Informationen. Doch hier und da gibt es zumindest kleine Hinweise darauf, wer die Sith-Ewigen waren. In einem kleinen Text über die Sith-Ewigen heißt es zum Beispiel: In den unzugänglichen Tiefen der unbekannten Regionen ehren auf der finsteren Welt Exegol Anhänger eines Sith-Kults den verstorbenen Darth Sidious, indem sie alles dafür tun, ein neues Imperium zu begründen. In ihren Schiffswerften bauten sie über Jahrzehnte eine riesige Flotte auf. Weiter heißt es in einem Artikel über Exegol dort, dass der Planet eine der ältesten Hochburgen der Sith sei. Während andere Sith-Welten von der Republik entdeckt wurden, blieb Exegol in den unbekannten Regionen doch immer verborgen, weswegen sich dort auch ein antiker Sith-Tempel halten konnte. Dann erfahren wir aus diesem Buch auch noch, dass die verschiedenen Legionen an Sith-Truppen nach antiken Sith-Lords benannt wurden, deren Namen der Rest der Galaxis schon längst vergessen hatte. Und wir erfahren auch noch, dass das komplette Personal, also die Schiffscrews und die Sith Trooper, alle dort auf Exegol geboren wurden. Für mich hört sich das alles so an, als ob diese Sith Loyalisten, die Sith Ewigen, schon eine sehr lange Zeit dort auf Exegol leben. Und das schon wesentlich länger als die Lebzeiten von Darth Sidious und Darth Plagueis. Für mich deutet alles darauf hin, dass diese Sith-Loyalisten auf Exegol noch aus einer Zeit stammen, in der die Sith die Galaxis regierten und dass sie die letzten Zivilisten sind, die abgeschottet auf diesem geheimen Planeten die Sith verehren. Denn man muss bedenken, dass in Palpatines Thronsaal eine Menge Leute saßen und auch die Sternzerstörer der Sith-Ewigen wurden mit je knapp 30.000 Frauen und Männern bemannt, die alle auf Exegol geboren wurden. Wenn wir davon ausgehen, dass es gerade einmal 100 Sternzerstörer der Xaistern-Klasse dort auf Exegol waren, wären das schon 3 Millionen Menschen, die alleine für die Sternzerstörer zuständig waren. Das heißt, dass Palpatine einige Millionen Menschen ca. 20 bis 30 Jahre vor Geburt der Mannschaften dieser Schiffe nach Exegol geschafft haben müsste, damit dort so eine große Streitmacht entstehen konnte. Das erscheint mir doch eher unwahrscheinlich. Ich denke eher, dass diese Sith-Ewige schon seit Generationen dort auf Exegol lebten und alles daran taten, um die Sith zu unterstützen. Und dann kann es sein, dass Palpatine diese irgendwann durch Zufall bei seinen Studien der Sith und der dunklen Seite entdeckte. Oder dass die Sith auch schon seit Generationen von diesen Loyalisten auf Exegol wussten und nur auf den richtigen Zeitpunkt warteten, um diese einzusetzen. Das klärt jetzt halbwegs, wer diese Leute bei Palpatine waren. Und es klärt auch, woher Palpatine so viele Anhänger hatte, um all seine Schiffe zu bemannen. Aber woher kamen dann die Schiffe überhaupt? Hier wird es leider noch schwammiger. Durch die Enzyklopädie erfahren wir, dass die Sith-Ewigen auch in der bekannten Galaxis loyale Verbündete hatten. Darunter auch welche in den Firmen Kuat Entralla und Sienna Jamos.
also den beiden Firmen, die die Sternzerstörer und die TIE-Jäger des Imperiums entwickelten und herstellten. Diese Loyalisten in der bekannten Galaxis ließen heimlich Materialien und Designs zu den Sith-Ewigen nach Exegol schleusen, damit die dann die neuen Sternzerstörer bauen konnten. Die illustrierte Enzyklopädie erklärt uns auch, dass Palpatines Anhänger auf Exegol diese Flotte schon seit Jahrzehnten bauten. Zwischen Palpatines vermeintlichem Tod in Episode 6 und seinem Wiederauftauchen in Episode 9 liegen jetzt knapp 32 Jahre, also mehrere Jahrzehnte. Wenn Palpatine aber schon viel eher von Exegol wusste, ist es möglich, dass diese Sternzerstörer der Xaistern-Klasse dort schon viel eher gebaut wurden. Ein Indiz dafür wäre vielleicht auch die große Traktorstrahl-Zielvorrichtung auf dem Brückenturm. Diese sehen wir ja sonst nur bei den Sternzerstörern der Imperiums 1-Klasse, die schon vor dem Tod Palpatines in Episode 6 nicht mehr hergestellt wurden. Warum sollten die neuen Sternzerstörer der Xaistern-Klasse diese große Traktorstrahl-Zielvorrichtung auch haben, wenn als Vorbild für diese die neueren Imperiums 2-Sternzerstörer genommen wurden, die keine Traktorstrahl-Zielvorrichtung mehr hatten? Das ist für mich ein starkes Anzeichen dafür, dass die Schiffe schon lange vor der Schlacht von Endor im Bau waren. Andererseits schreibt die illustrierte Enzyklopädie auch, dass die Mandator 4 Dreadnoughts der ersten Ordnung ein Testlauf für die Sternzerstörer der Xaistern-Klasse bzw. für ihre Superlaser waren. Das würde wieder dafür sprechen, dass die Schiffe der Xaistern-Klasse erst nach der Schlacht von Endor designt und hergestellt wurden. Denn die erste Ordnung wurde ja erst einige Zeit nach der Schlacht von Endor erschaffen und erst später wurden dann auch diese Mandator 4 Dreadnoughts hergestellt. Aber vielleicht lässt sich das ja so erklären, dass diese Schiffe der Xaistern-Klasse schon seit Beginn des Imperiums im Bau waren, ihre Superwaffen aber erst dann viel später installiert wurden. Denn selbst wenn wir davon ausgehen, dass sich die Xaistern-Sternzerstörer schon ab 19 Jahren vor der Schlacht von Yavin, also seit dem Fall der Republik im Bau befanden, ist es schwierig zu glauben, dass die Sith-Ewigen auf Exegol es in dieser Zeit alleine schafften, Hunderte, wenn nicht Tausende dieser Schiffe herzustellen. Klar, das Imperium hat das ja auch in einem viel größeren Maße geschafft. Aber man darf hier nicht vergessen, dass das Imperium Dutzende, wenn nicht Hunderte Planeten mit Schiffswerften hatte, deren komplette Wirtschaft eigentlich nur darauf ausgelegt war, solche Schiffe zu bauen. Das sehe ich hier bei Exegol nicht. Auch wenn loyale Anhänger der Sith Ressourcen und Pläne nach Exegol geschickt haben, glaube ich nicht, dass die Sith-Ewigen es mit konventionellen Mitteln geschafft hätten, so viele starke Schiffe zu bauen. Deswegen hier meine Theorie. Ich vermute, dass sich auf, in oder vielleicht auch um Exegol herum eine antike Superwaffe der Sith befindet. Vielleicht so etwas wie die Sternenschmiede aus Legends. Die Sternenschmiede war da quasi eine automatisierte Schiffswerft. Mit der Energie eines Sterns kombiniert mit der Macht konnte sie scheinbar unendlich viele Raumschiffe und Droiden herstellen. So lange, bis sie einen Stern leer gefressen und zum nächsten reisen musste. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir in Zukunft noch erfahren, dass es genau so etwas auch auf oder in Exegol gegeben hat. Vielleicht etwas, das antike Sith-Lords dort errichteten und nun von Palpatine und den Sith-Ewigen genutzt wurde. Das wäre auch etwas, das in zukünftigen Star Wars-Filmen oder Serien noch behandelt werden könnte. So könnte Exegol und eine Art Sternenschmiede in Filmen oder Serien auftauchen, die Jahrhunderte oder Jahrtausende vor der Skywalker-Saga spielen, wodurch diese neuen Filme eine bessere Einbindung in die komplette Galaxis bekommen könnten. Aber das ist natürlich nur reine Spekulation. Was sagt ihr? Wie findet ihr die Sith-Ewigen? Und denkt ihr, dass an meinen Theorien etwas dran sein könnte? Haut es unten in die Kommentare. Und kommen wir damit zur heutigen #FragSWB-Frage aus der Community. Clone491 schreibt, könnte Darth Vader mit seiner Rüstung in Lava schwimmen? Vermutlich nicht. Dabei spreche ich hier über Vaders Legends-Rüstung. Wir wissen, dass diese aus extrem vielen Schichten bestand. Diese isolierten Vader komplett von der Außenwelt ab und einige Schichten waren sogar feuerresistent. Das heißt, wenn Vader süße Kätzchen aus einem brennenden Haus hätte retten wollen, wäre das vermutlich kein Problem gewesen. Für eine kurze Zeit würde sein Anzug Feuer gut standhalten. In Lava zu schwimmen ist da allerdings etwas ganz anderes. Ich denke, dass sein Anzug im Allgemeinen das für eine kurze Zeit vielleicht sogar ausgehalten hätte. Die Schwachstelle hier ist nur die Elektronik in seinem Anzug, die auch von außen kontrolliert wurde.
Diese wäre vermutlich sofort beim Schwimmen in der Lava geschmolzen, was Vader ziemlich viele Probleme bereitet hätte. Aber Vader war ja auch ein Sith Lord und ein ziemlich mächtiger noch dazu. Warum sollte er durch Lava schwimmen wollen, wenn er doch einfach auch über die Lava hinwegspringen, mit der Macht sie überfliegen oder sie einfach auch mit der Macht zur Seite schieben könnte? Ich hoffe, ich konnte deine Frage damit beantworten. Wenn ihr jetzt noch wissen wollt, was Rays Lichtschwertfarbe am Ende von Episode 9 zu bedeuten hat, schaut mal hier in das Video rein. Ansonsten findet ihr hier noch ein Video von YouTube vorgeschlagen und hier noch ein Let's Play von meinem Gaming-Kanal. Damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und möge die Macht mit euch sein!